Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zu unserem Seminar Sprache, Medien und Sport. Heute zum Thema lexikalische Grundlagen der Sportsprache. Dazu möchte ich zunächst allgemein ein paar Hintergründe liefern, die Sie auch bei Burkhardt nachlesen können. Und dann wollen wir uns im zweiten Teil speziell mit einem lexikografischen Projekt beschäftigen, dem Kictionary. Doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung, wo wir uns mit Korpuslinguistik beschäftigt hatten. Wir hatten gesehen, dass wir Corpora definieren können als repräsentative, möglichst Sammlungen von digital repräsentierten sprachlichen Daten, inklusive Metadaten und gegebenenfalls sind die auch annotiert. Wir können unterscheiden zwischen Referenzkorpora, die ganz allgemein eine Sprache, wie zum Beispiel das Deutsche, erfassen sollen und Spezialkorpora, die einen möglicherweise sehr eng umgrenzten Bereich herausgreifen. Wir haben ein Referenzkorpus kennengelernt, nämlich das DRECO, wo wir gesehen haben, dass dort die Texte Themen annotiert sind, sodass wir ganz gezielt in Texten zum Thema Sport suchen können. Und wir haben mit den Korpora zur Fußballlinguistik gearbeitet. Das wäre ein klassisches Spezialkorpus. Hier mit der Besonderheit, dass wir hier Part of Speech getaggte Daten haben, also zum Beispiel auch nach syntaktischen Mustern, Wortarten und so weiter suchen können. Und schließlich habe ich Ihnen noch gezeigt die Datenbank Nexus, eine tagesaktuelle Pressedatenbank, mit der wir mit recht wenig Aufwand selbst Korpora zu bestimmten Themen erstellen können, da auch hier die Texte Themen annotiert sind und zum Beispiel auf den Bereich Freizeitaktivität und Sport eingegrenzt werden können. Sie haben dazu ja selber Rechercheübungen angestellt und wir werden das nachher im Plenum alles besprechen. Doch jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung, Lexikologie der Sportsprache. Es ist wahrscheinlich unbestritten, dass das auffälligste Charakteristikum der Sportsprache die Lexik einschließlich der Phraseologie, also Mehrworteinheiten ist. Wenn Sie auf der Straße jemanden fragen, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Sportsprache denken, dann werden die meisten Ihnen wahrscheinlich sporttypische Wörter oder auch Redewendungen nennen. Burkhardt hat in seinem Text, den Sie gelesen haben, über die Fußballsprache einen Einteilungsvorschlag gemacht. Er möchte unterscheiden zwischen der Sportfachsprache, wie zum Beispiel auch in Regelwerken nachzulesen ist. Davon unterschieden ist der Sportjargon, der nicht so sehr terminologisch fixiert ist, sondern eher von den Akteuren und auch den Fans selbst so verwendet wird, wo dann auch so Sachen vorkommen wie Bogenlampe zum Beispiel im Fußball. Und schließlich die Reportsprache, die sich nochmal unterscheidet vom Sportjargon, wo so ganz typisch journalistische Redeweisen des Sprechens über Sport typisch sind. Ich möchte eine längere Passage zitieren von Burkhardt, der es ja schön auf den Punkt bringt, warum gerade die Lexik so typisch ist für die Sportsprache. Er schreibt, weil der Sport ziemlich vielschichtig ist und jedes Sportereignis eine Vielzahl sehr unterschiedlicher, zumeist nicht natürlicher Situationen und Teilhandlungen umfasst, bestand in seinem Rahmen, wollte und will man sich über das Geschehen verständigen, von Beginn an erhöhter Bezeichnungsbedarf. Nur auf der Basis der besonderen Lexik und Phraseologie sowie der Spezialbedeutungen, die sich die einzelnen Sportarten im Laufe der Zeit geschaffen haben, ist eine treffende, ökonomische und zugleich gruppenintegrative Kommunikation über Sportereignisse möglich. Ja, hier haben wir die drei Punkte, die wichtig sind. Treffend, also es muss präzise sein, es muss ökonomisch sein im Sinne von zeitökonomisch und zugleich auch gruppenintegrativ, dass es all die zusammenschweißt, die genau diese Sondersprache zu sprechen vermögen und die auch ausgrenzt, die zum Beispiel von Handball keinen Schimmer haben. Ja? Und da sind eben Lexik, Phraseologie und schließlich auch semantische Aspekte der Spezialbedeutungen wichtig. Burkhardt unterscheidet auch semantische Prinzipien, welche wir in der Sportsprache beobachten können. Er nennt hier die Metonymie, Metapher und die simplifizierende Abstraktion. Wenigstens die ersten beiden sollten Ihnen hoffentlich noch aus den Einführungsvorlesungen ein Begriff sein. Die Unterscheidung zwischen Metonymie und Metapher, beides übertragene Bedeutungen, ist nicht immer ganz einfach, aber hier mal Beispiele, wo es hoffentlich klar wird. Wenn ich sage, der Torwart von HSG Wetzlar, Benjamin Burik, hält den Wurf von Mats Mensa Larsen, dann haben wir ja eine Metonymie, denn er hält ja nicht den Wurf, sondern er hält den geworfenen Ball.
Ja, und das wäre so eine metonymische Übertragung, dass das Wort Wurf für den geworfenen Ball steht. Ja, also vielleicht ist das so eine Totum pro Pater Metonymie, ja, also dass das Ganze für einen Teil steht oder ähnliche Deutungen. Hingegen wäre das ja eine klassische Metapher, äußerst unterhaltsamer Auftakt im Kraichgau. Beide Teams agieren hier mit offenem Visier. Fußballspieler, um die es hier geht, haben ja keine Rüstungen an. Das Visier ist hier, das offene Visier ist hier metaphorisch zu verstehen, dass sie sich wenig zurückhalten, sehr aggressiv sind, offensiv spielen und so weiter. Ja, und wir finden hier ein Beispiel für die in allen Mannschaftssportarten sehr verbreitete Kriegsmetaphorik. Die simplifizierende Abstraktion würden wir hier mal in einem Beispiel sehen. Was für ein kurioses Ding. Geist bedient Choupo-Moting im Strafraum. Es geht hier um das Wörtchen Ding. Genauso machen. Denken Sie an das Weltmeisterschaftsfinale, wo es hieß über Götze, mach ihn, er macht ihn. Dieses Machen im Sinne von ein Tor schießen oder Ding. Ja, wofür steht hier Ding? Die Szene oder Schuss oder irgendwie sowas, ja. Und dass wir hier also ganz abstrakte Wörter haben wie Ding und Machen, die für alles Mögliche stehen können, das wäre die simplifizierende Abstraktion. Dann gibt es noch ein paar weitere Dinge, die gerade für Fußballjournalismus sehr typisch sind. Schauen wir uns mal hier diesen Artikel an. Im Schnelldurchlauf fuhren die BR Volleys am Mittwochabend drei wertvolle Bundesligapunkte ein. Dank einer bestens harmonierenden Kühner Carroll-Achse besiegte der Hauptstadtklub die Gäste vom TV Rottenburg souverän mit 3:0. Einen Satz lang suchten die Hausherren ihren Aufschlag. Als dieser endlich gefunden war, erspielten sich Robert Kromm und Co. einen klaren Heimerfolg vor so und so viel Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. Was fällt hier auf? Verschiedene Dinge, zum Beispiel das, was in der Linguistik Antonomasien genannt wird, dass wir hier BR Wollis haben, dann Hauptstadtclub und dann die Hausherren und Robert Kromm und Co. Die sind alle Co-Referent, wie wir sagen, beziehen sich auf das gleiche Kollektiv von Menschen, aber es werden jeweils andere Bezeichnungen gewählt, die übrigens nicht synonym sind. Synonym würde bedeuten, dass sie wirklich die gleiche Bedeutung haben. Koreferenz ist nochmal was anderes, dass es sich auf die gleiche Menge an Gegenständen, Sachverhalten, Lebewesen und so weiter bezieht. Ja? Robert Kromm und Co. bedeutet nicht genau das gleiche wie Hauptstadtclub, aber bezieht sich hier in diesem konkreten Kontext auf das gleiche Kollektiv. Und dann haben wir noch so ein paar andere Dinge, die ganz schön sind, wie im Schnelldurchlauf, solche Formulierungen oder auch hier den Aufschlag suchen und den Aufschlag finden, was wörtlich genommen natürlich Quatsch ist, weil man den nicht wirklich suchen und auch nicht finden kann, aber es ist klar für alle, die regelmäßig Sportberichte lesen, wie es gemeint ist, dass sie anfangs viele Aufschlagfehler gemacht haben und später es ihnen besser gelungen ist. Ja, gut. Dann haben wir, müssen wir noch unterscheiden zwischen Ausdrücken, die sportspezifisch sind und solchen, die sporttypisch sind. Catenaccio ist ein Ausdruck aus dem Fußball, der eine bestimmte taktische Formation bezeichnet und der tatsächlich in dieser Form ausschließlich im Fußball vorkommt. Hingegen so Ausdrücke wie fulminant sind nicht wirklich sportspezifisch. Wir haben gesehen, dass oder können wir im Derico nachvollziehen, dass er auch häufig zum Beispiel in Opernkritiken vorkommt oder in Texten über Kinofilme. Ist im Sport aber besonders verbreitet, ja? Also ist sozusagen indexikalisch angebunden an die Textsorte der Sportberichterstattung. Und wir haben auch noch jede Menge sporttypische Spezialbedeutungen, Wörter, die eigentlich auch im Alltag vollkommen gebräuchlich sind, wie zum Beispiel Mauer, Schwalbe und Einfädeln, die aber im Fußball an dieser Stelle eine besondere Bedeutung annehmen.
Ja, und das ist ja nochmal was anderes, als wenn schon der Ausdruckskörper Fußball spezifisch ist. Hier ist es nur die Bedeutung, die Fußball spezifisch ist. Was wir auch haben, und jetzt berühren wir schon die Schnittstelle zur Syntax, wir haben typische Valenzmuster. Sie erkennen vielleicht den Begriff der Valenz. Das sind die Leerstellen, die syntaktischen Leerstellen, die mit Verben verbunden sind. Ein Verb fordert zum Beispiel ein Akkusativobjekt oder auch ein Dativobjekt, ja? Und ein Subjekt. Manche fordern, dass das Dativobjekt oder das Akkusativobjekt in Form einer Präpositionalphrase realisiert wird. Und so können wir vom Verb aus bestimmte Satzkonstruktionsmuster untersuchen oder unterscheiden und beschreiben. Und im der Sportberichterstattung ganz typisch ist etwas, was man Valenzreduktion nennt. Zum Beispiel vergibt freistehend, heißt es hier, er wehrt überragend mit dem Fuß ab und er rettet auf der Linie. Außerhalb vom Sport wären diese Äußerungen syntaktisch unvollständig. Man müsste sagen, was eigentlich vergeben wird. Man müsste sagen, was abgewehrt wird, ja, den Schuss oder so. Und er rettet den Ball oder so auf der Linie. Aber das kann im Fußball an dieser Stelle, wo es klar ist, dass über Fußball gesprochen wird, auch getilgt werden. Ja? Dieses Frame-Element, wie wir es im Termini des Kictionary sagen könnten, kann hier also null instanziiert werden. Ja? Aber das ist jetzt sehr technisch. Aber ich leite damit schon über zum zweiten Thema dieses Input-Videos. Lexikographie der Sportsprache. Es gibt eine Reihe von Sportwörterbüchern. Ich hole mal eins. Hi Zum Beispiel hier das Wörterbuch der Fußballsprache. Das ist einfach alphabetisch sortiert und hier sind zu allen möglichen Lemmata, wie zum Beispiel Punkt, Spielbetrieb oder Querlatte, dann so Bedeutungsangaben und Belege. Beim Kictionary ist es ein bisschen anders, weil es ein Internetwörterbuch ist. Das muss nicht alphabetisch sortiert werden. Hier gibt es ein alternatives Ordnungssystem. Und der theoretische Rahmen dafür ist die sogenannte Frame-Semantik. Da können Sie insbesondere am Lehrstuhl GES regelmäßig Kurse besuchen. Meine Kollegin Marlene Rummel zum Beispiel bietet, glaube ich, gerade dieses Semester auch wieder einen Kurs an zum Thema Frame-Semantik oder im nächsten Semester spätestens. Das Strukturprinzip des Wörterbuchs Kictionary funktioniert so, dass wir auf einer abstrakten Ebene sogenannte Scenes haben. Das sind prototypische Handlungsabläufe. Szenen werden die auch genannt oder Skripte. In den Lehrbüchern ist oft das Beispiel Restaurantbesuch. Aber bleiben wir mal hier beim Fußball, dann wäre Torschuss so ein typischer Handlungsablauf. Und die Idee nun ist, dass wir hier bestimmte lexikalische Einheiten haben, welche dazu geeignet sind, solche Handlungsabläufe konkret zu beschreiben. Und wichtig ist, dass wir ein und dieselbe Szene aus verschiedenen Perspektiven beschreiben können. Wenn wir zum Beispiel einen misslungenen Torschuss beschreiben wollen, also einer, der nicht im Tor landet, können wir das einmal aus der Perspektive des Torwarts beschreiben, dass er einen Schuss abgewehrt hat, oder aus der Perspektive des angreifenden Stürmers, der es nicht schafft, den Ball im Tor unterzubringen, also ein Fehlschuss. Ja, und diese beiden Frames, Torwartabwehr und Fehlschuss, können wiederum durch verschiedene lexikalische Einheiten repräsentiert werden. Ja, also von der Linie kratzen, abwehren, wegfausten wären hier so lexikalische Einheiten für Torwartabwehr und bei Fehlschuss sowas wie scheitern, daneben setzen, verfehlen und so weiter. Ja. Und wenn wir nun, also so können wir dann ein Wörterbuch so verfassen, dass wir eine bestimmte Anzahl von Frames sammeln und darunter dann die zugehörigen lexikalischen Elemente fassen. Und bei den lexikalischen Elementen, um die näher zu charakterisieren, geht das Kictionary so vor, dass sogenannte Frame-Elemente bestimmt werden. Wir haben eine bestimmte Szene und da sind bestimmte Aktanten beteiligt, beim Torschuss wenigstens angreifender Spieler, Torwart, Ball. Wir haben dann auch bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel das Tor mit Latte,
Querlatte, Pfosten. Wir haben den Strafraum, die Seitenauslinie und die Torraumlinie und so weiter. Also verschiedenste Aspekte, die möglicherweise verbalisiert werden können, wenn wir solche Szenen beschreiben wollen. Und die Idee ist nun, dass bei lexikalischen Einheiten, also wir bestimmte Frame-Elemente haben und die mit bestimmten syntaktisch-semantischen Valenzen der lexikalischen Einheit korrelieren. Ja, und so können wir dann einen Wörterbucheintrag verfassen bei Parieren zum Beispiel, wo wir sagen können, dass hier es das Frame-Element Ball gibt, ja, oder den Schuss. Er pariert den Schuss von Spieler so und so. Und dann können wir sagen, er pariert den Schuss, wäre repräsentiert das Frame-Element Shot zum Beispiel. Und das Ganze wird syntaktisch realisiert mit Hilfe einer Nominalphrase, die Funktion des Akkusativobjekts erfüllt. Ja, und so können wir uns versuchen, den gesamten Fußballwortschatz nicht nur rein semantisch zu erschließen, sondern das Ganze auch mit bestimmten syntaktischen Realisierungsmustern in Verbindung zu bringen und das Ganze bequem durchsuchbar jenseits einer rein alphabetischen Sortierung. Das wäre das Projekt der Frame-Semantik. Schauen wir uns das mal hier an einem Beispiel an. Pinola mit einem Freischuss aus 35 Metern halbrechter Position. Kahn pariert mit den Fingerspitzen zur Ecke. So ein klassischer Live-Ticker-Eintrag. Jetzt können wir hier mal die Frame-Elemente sehen. Pinola wäre der Shooter mit einem Freistoß, der Shot, die Source aus halbrechter Position und Keeper Kahn pariert zur Ecke und zwar mit den Fingerspitzen. Also wir sehen hier, dass hier sehr reichhaltige Bedeutungsangaben gemacht werden oder nein, nicht reichhaltige Angaben über den genauen Ablauf dieser Szene gemacht werden. Und jetzt könnten wir auch sagen, mit den Fingerspitzen, das wäre hier eben eine Präpositionalphrase und so weiter und so fort. Ja, Sie können nachher in der Gruppenarbeit selber mal versuchen, solche Frame-Element-Bestimmungen vorzunehmen. Noch ein letztes. Synonymer lexikalische Einheiten bilden dann sogenannte Syn-Sets. Syn kommt von Synonymy, also Sets synonymer Ausdrücke, und die wiederum können zueinander in semantische Relationen gestellt werden. Das wäre ein weiteres Strukturierungsprinzip eines frame-orientierten Lexikons. Wir haben Überbegriffe und Unterbegriffe, Fachwörter dafür wären Hyperonymie und Hyponymie. Also Spielzug ist der Oberbegriff für Angriff und Angriff ist ein Oberbegriff für Gegenangriff. Ja, also es wird vom Allgemeinen geht es ins Spezielle. Wir haben aber auch sowas hier, Holonymie und Meronymie, also das Ganze und die einzelnen Teile. Ein Teil des Spielfelds wäre der Strafraum und ein Teil des Strafraums wäre der 5-Meter-Raum. Und schließlich haben wir noch Troponyme, das ist speziell eine semantische Relation bei Verben. Eine bestimmte Art von Hyponymie, könnten wir sagen. Dreschen ist eine bestimmte Art des Schießens, genauso Stochern, eine durch eine bestimmte Schusstechnik zum Beispiel charakterisierte Art des Schießens. Ja? Dreschen besonders intensiv, Stochern wahrscheinlich eher mit weniger Kraft. Ja? Und könnte sich sonst noch überlegen, was sonst noch für Stochern typisch wäre. Ja? Und auch so können wir versuchen, jenseits einer alphabetischen Sortierung hier Ausdrücke zu gruppieren. Ja, und klicken Sie sich mal durchs Kictionary. Es ist faszinierend zu sehen, wie Thomas Schmidt diesen sehr reichhaltigen, mehrsprachigen Wortschatz auf diese Art und Weise geordnet hat. Zur nächsten Sitzung möchte ich Sie bitten, den Text von Kamp zu lesen, den ich auf Opal einstellen werde. Auch auf Zotero ist er verfügbar. Und jetzt treffen wir uns gleich erstmal in der Videokonferenz und besprechen die Gruppenarbeit der letzten Woche und für diese Woche. Ich danke Ihnen. Tschüss.